Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Und zwar, heute hatte ich mir gedacht, wir schminken heute mal aus dem Adventskalender von Catrice. Ich zeige euch, was ich so benutze und ja, ich fange einfach mal an. Was wohl nicht im Kalender drin war, werde ich ergänzen. Und ja, ich weiß nicht. Heute ist der 3. Oktober und ich komme irgendwie nicht rein. Naja, wir machen einfach mal und schauen mal, was so das Ergebnis ist. So, als erstes benutzen wir mal den Light Serum Primer. Sunlight, den ich so toll fand, den werden wir heute mal benutzen. Den nehmen wir einfach mal, auch wenn das schöne Wetter vorbei ist, müssen wir es vielleicht trotzdem mal ausprobieren. Wie gesagt, ihr müsst den gut schütteln. Ja, ich muss das erstmal gucken. Jo. Machen wir über die Augen auch. So, ist euch was aufgefallen? Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass ich es zwar nicht benutzen werde, aber ich habe es trotzdem mal getan, weil ich ja jetzt nicht arbeiten bin. Ich weiß das ja, da bin ich, sobald ich einmal arbeiten war, ist der weg. Ich habe mal für euch den Nagellack drauf gemacht. Ich muss sagen, der ist so schön und der trocknet so schnell ein. Und der war, oh. Auf jeden Fall, der war ruckzuck eingetrocknet. Doch, der ist wirklich wunderbar. So, ich sehe aus wie das Männchen wie von, wie heißt das nochmal? Und dieser, nicht Alice im Wunderland, das weiß ich nicht. Dieser Silbermännchen, ich bin zwar nicht Silber, aber ich bin das Gold. Nee. Toll, probieren wir mal aus. Ist auch schön, schön, so, würde ich sagen. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Auf jeden Fall ist das stumpf. So, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. So, ich nehme jetzt auf, aber auch von der Catrice-Reihe, die neue Foundation. Ich wollte mir eigentlich gestern noch eine andere Farbe kaufen, weil das doch ein bisschen zu hell ist für mich. Aber ich habe jetzt keine andere. Wir nehmen die jetzt einfach mal. So. Muss ich mal gucken, wie wir das machen. Ich bin ja kein Profi, aber ihr sollt ja auch, was soll ich sagen? Ich bin ja kein Profi, wie gesagt, obwohl ich jetzt ja. Und wie gesagt, wir sind ja alle normal und wir wollen ja auch das so anwenden, wie jeder das anwenden kann. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir alle Profis wären, würden wir uns ja alle die Videos nicht angucken. So. So, so, so. Ich
das nochmal am Auge. Ich weiß nicht, was das ist. Also ein bisschen dunkeln die ja nach, ne? Aber so. So, ich denke, das ist ganz gut so. Ja. So, machen wir mal weiter. Das haben wir jetzt benutzt. Das haben wir schon benutzt. Jetzt nehmen wir mal den flüssigen Concealer, den wir da drin hatten. Da drin, ja, hatten. Haben, wie auch immer. Das nehmen wir jetzt mal. Ich habe noch nie einen flüssigen benutzt. Ich nehme jetzt einfach mal nochmal den Schwamm. Probieren wir mal. Ich habe jetzt kein Puder, ich werde jetzt auch kein Puder benutzen zum Abbecken. Weil ich jetzt auch kein Catrice, ich habe jetzt kein Catrice-Puder da. Ich könnte jetzt einen anderen nehmen. Aber nee, lassen wir es einfach mal weg. Wir wollen ja die Produkte eigentlich benutzen, die drin ist, drin sind. Und ist das wieder schwer heute Morgen. So. Jo. So, das nehme ich noch ein bisschen für auf die Nase. Ich habe gesagt, ein bisschen. Ein bisschen viel. So. So, ich denke, ist ganz gut. Lass mir jetzt mal so lassen. So, jetzt nehmen wir, da hatten wir ja, ach, machen wir das jetzt einfach mal, von Catrice den Primer. Den werde ich jetzt mal, ich nehme den für die Augen. In matt. Ich mache das dann fertig und sehen wir uns gleich wieder. So. Jetzt würde ich sagen, wir nehmen mal dieses Augenprodukt von Catrice. Dieses Augenprodukt hier, dieser braun koloriert, ganz langsam hält ja eure Augenbrauen auf, dass sie nicht aufhellen. Gibt Farbe ab natürlich, dass die Farben, also nach der Zeit werden die Augenbrauen immer kräftiger mit Farbe dann, also so, ja. Jo, ich muss mal einen Spiegel nehmen. Ich brauche keinen Spiegel. Ein bisschen Spiegel. Nein, mach nicht. Muss ich mal einen den Spiegel nehmen. Also nach der Zeit, wie gesagt, nimmt er die Farbe an. Die Augenbrauen. Irgendwie sitzt heute das Make-up bei mir nicht. Sieht so trocken aus oder so kekig, ich weiß nicht. Obwohl ich gute Pflege drauf habe. Aber ich muss mal angucken.
glaube, ich werde heute mal ein Puder nehmen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt das Augenbrauenprodukt benutzt. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich ein Puder habe. Ich puder mich mal eben ab und sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich ein bisschen Puder benutzt. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir da in die. Da wir im Kalender keinen Bronzer hatten, benutzen wir jetzt einen anderen von Catrice. Das war auch aus der Sommerreihe gewesen. Benutzen wir den mehr. Ich muss mal vorsichtig mit dem arbeiten, weil der so ein bisschen glänzt. Müssen wir mal schauen, wie ich das jetzt mache. Schauen wir mal. Dass ich nicht so aussehe. Wir fangen erstmal hier oben an. Ich glaube, wir können ein bisschen mehr vertragen, oder? Ich habe gesagt, ein bisschen, Tanja. Ich glaube, das ist zu viel. Ja, egal. So, noch hier den Rest noch so ein bisschen. Jetzt gucke ich mal, weil ich jetzt keine Korrektur gemacht habe. Ich muss erstmal gucken mit dem Pinsel, ja, mit denen. Ich versuche mal die Nase so ein bisschen, ja, geben. Jetzt brauche ich einen anderen Pinsel. Gucke ich mal nach dem anderen Pinsel. Habe ich noch einen sauberen? Ja. Ich hätte eigentlich einen anderen haben müssen. Ich denke, es ist ganz gut so. Weil es war nicht der ideale Pinsel, aber ist okay. Ich denke mal, das reicht so. So, jetzt werden wir mal. Haben wir schon alles? Wir werden jetzt mal den Powder Plush, und das ist eine extra für den Kalender hergestellt worden. Also den bekommt ihr nur im Kalender. Habt ihr den gesehen? Ja, ne? Ich zeige euch den nochmal. So. So, und dann hatten wir ja den schönen Pinsel hier drin, den benutzen wir jetzt einfach mal. Diesen goldenen. Ne? So, schauen wir mal. Ja. Ein bisschen abklopfen. Nehmen wir mal vorsichtig, fange ich hier an. Oh ja, das reicht viel zu viel schon. Eigentlich benutze ich ja. Oh, was machst du hier, Tanja? Mal gucken. Das war zu viel. Voll in den Vollen gegriffen. Gucken wir, ob wir das noch ein bisschen ausgleichen können. Also ich habe mein Licht immer noch nicht geändert.
Also ich sehe von der Seite nichts. Das gefällt mir nicht. So. Gut, das wäre noch ein bisschen Restprodukt auf dem Schwamm haben. So. Nochmal leicht drüber gehen. Also bei mir im Spiegel sieht das richtig kräftig aus. Also der ist wirklich toll, von der Farbe auch. Nur da muss man echt vorsichtig mitarbeiten. Doch, das ist gut. Ich muss mal erst meine Hand sauber machen. Er hat doch ein bisschen vom Abklopfen in meine Hand geklopft, Farbe abgegeben. So, dann haben wir das auch erledigt. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann machen wir jetzt ein bisschen von dem Highlighter. Von dem Highlighter, der im Kalender war. Und zwar, das ist auch extra für den Kalender hergestellt. Machen wir mal auf, wenn es aufgeht, ja. Gucke ich mal einfach ein bisschen. Mach mal ein bisschen sauber. So. Schauen wir mal. Oh ja, der ist sehr schön zart. Ich glaube, das reicht. So ein bisschen auf die Nase. Also das habe ich ja noch nie gemacht, dass ich so hoch gehe. Ich probiere das mal aus. Bei meinen Kolben, den ich habe. So. Haben wir jetzt auch. Und jetzt haben wir noch das Fixing Spray. Mit Glow. So, da drin muss man echt vorher schütteln. Hier. Der war auch im Kalender mit drinnen. Ja, mal ein bisschen sprühen. Na? Ich glaube, das reicht schon. Ja, oder mag ich noch ein bisschen? Nein, das reicht. Oder? So, die Seite noch. Jo! Doch, sieht gut aus, muss ich sagen. Schön. Schön, schön, schön. So. Ah, das ist Plastik. Ich habe erst gedacht, das fühlt sich wie Glas an. So. Das hatten wir, das hatten wir. So, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir. Wie gesagt, wir hatten ja zwei verschiedene Paletten drin. Ich zeige euch mal die andere. Wir hatten ja, also eigentlich hatten wir drei verschiedene drin. Ne? Die haben wir ja. Ne? Und dann diese andere von Catrice, die habe ich leider jetzt hier nicht mehr liegen. Und dann diese, einmal diese, das waren die Warmtöne, Volumen 2 und das ist Volumen 1. Ne, ne Quatsch. Das andere war Volumen 1 und das ist Volumen 2 mit den kälteren Tönen. Wir werden das heute mal ausprobieren, die Farben und wir werden auch diesen Eyeshadow Stift verwenden, diesen. Werden wir mal gucken, dass wir den mit einbauen. Schauen wir mal. So, die hat auch immer so eine dreieckige Spitze. Probieren wir mal aus, ich habe sowas noch nie benutzt. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Wie fangen wir jetzt an? So, ich muss mal einfach nach dem Pinsel gucken. Ja. Mit den. Und dann nehmen wir einen anderen. Wir nehmen den. Ich muss den nur sauber machen. So. So. Jetzt gucken wir mal. Ich nehme jetzt mal erstmal den helleren Farbton. Da ist zwar ein bisschen Schimmer mit drin. Aber das ist jetzt egal. Wir nehmen den jetzt einfach mal. So. Zum Abklopfen habe ich natürlich keinen Spiegel. Muss ich, weil in der Palette kein Spiegel ist. Nehme ich mal den. Nö, der geht aber. Ein bisschen, noch ein bisschen.
Da muss man ein bisschen aufbauen. Jetzt werden wir einen Ton dunkler. Das geben wir hier. Ich hoff, dass ihr das gesehen habt. Hier. Wie gesagt, ich werde euch die Farben alle swatchen und einblenden. Ich weiß nur noch nicht an welcher Stelle. Verblenden. Das reicht schon. Andere Seite. So. Jetzt machen wir weiter. Und zwar, ich habe mir überlegt, wir nehmen noch eine Farbe. Und zwar, wir gehen noch mal in diesen Ton rein. In diesen. Setzen den ganz vorsichtig hier drauf. Aber ich überlege gerade, ich glaube, wir gehen nur hinteren bis zur Mitte. Damit, ja. So, auf diesen Knochen hier. Dann muss ich ein bisschen weiter raus. Kräftiger. So. Ja, so, andere Seite. Sehen wir uns gleich wieder. So, dann bin ich wieder. Ich habe jetzt die Cut Crease nicht komplett durchgezogen, weil wir sowieso jetzt die Außenwinkel, habe ich mir gedacht, machen wir dunkel. Und ich habe jetzt auch einen kleinen Pinsel gehabt. Ja, nehmen wir jetzt diesen Pinsel. Ist nicht von Catrice, ist von einer anderen Marke. Und zwar nehmen wir mal das ganz dunkle. Das hier.
vorsichtig rein. Muss ich auch mal gucken. Abklopfen gut. So, und außen. So, und jetzt werden wir, wenn wir mal mit dem Finger weiterarbeiten, jetzt werden wir mal dieses Lilane nehmen. Dieses Lilane nehmen wir jetzt mal. Oh, das war schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so kräftig ist. Ich gehe mal mit dem Pinsel, dann muss ich den Pinsel gucken, wie den Pinsel hat, und stellen. Hier ganz vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich glaube, ich lasse das mit sie so auslaufen lassen, nach hinten drüber. Ja. Auf. Jetzt mache ich mal eben schnell die andere Seite und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt nehmen wir. Ich überlege, ich glaube, wir nehmen heute mal Silber. Wir nehmen jetzt diese Farbe. Unten, jetzt brauche ich einen Pinsel. Ich gehe mal eben schnell sauber. So, und jetzt gehen wir nochmal in die dunkelste Farbe, in die nochmal. So. Den Pinsel im sauber. Und jetzt nehmen wir dieses Lilane, was ich gerade in der Mitte drauf gemacht habe.
hier. Verwischen wir so ein bisschen. So. Nochmal. Ja, ein bisschen, ganz klein bisschen Fallout. Ich hoffe, dass wir das gleich problemlos wegkriegen. Hat mich vor dem Auge. Vor dem Auge erwischt. Hallo. So. Muss ich ein Wattestäbchen nehmen? So, jetzt machen wir noch den Inner Corner und dann können wir weiter mit den anderen Produkten machen. Jetzt mache ich mal eben den Pinsel was sauber. Wir nehmen den gleichen wie von gerade. Und hier ist so eine schöne Farbe drin, die ist geeignet, wirklich geeignet dafür. Okay. Ich muss den anderen Stift. So, jetzt machen wir eben noch schnell Wimperntusche drauf. Jetzt haben wir den Stift gar nicht benutzt, aber den benutzen wir dann nächste Mal. So, ich mache jetzt eben schnell Wimperntusche und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich denke, das reicht. Irgendwie kriege ich das heute anders nicht hin. So, jetzt haben wir noch die Lippenprodukte. Jetzt gucken wir mal, wir hatten ja diesen drin, diese mit den mit die Wassertropfen. Nehmen wir den. Oder, ich muss gucken, ich sehe nichts. Nee, den nehmen wir jetzt mal nicht. Wir nehmen diesen. Ich habe jetzt leider kein Lip Liner war im Kalender drin, aber das ist nicht so schlimm. Wenn einer mag, kann er Lip Liner nochmal nachholen. Ich denke, das ist ganz okay so. Muss man mal gucken. So. Ich denke, das ist ganz gut so. Haben wir alles benutzt? Haben wir alles benutzt? Ich denke schon, ne? Doch, ist das nicht ein tolles Ergebnis? Doch, ich würde sagen, wir haben einen tollen Look geschaffen. Und wie gesagt, der Kalender ist wunderbar. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne das Video angucken, welche Produkte alles in diesem Video, in diesem Kalender drin sind. Wie gesagt, die Farben habe ich euch bestimmt schon eingeblendet. Wie gesagt, wie von der Palette, die wir jetzt benutzt haben, die Farben. So, ich hoffe, ihr habt eine kleine Information bekommen, eine kleine Anregung für die, von dem Kalender, wie gesagt. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Das habe ich bestimmt hier schon zum zweiten Mal gesagt. Und auf jeden Fall vergesst nicht den Daumen nach oben, keinen Daumen nach unten und die Glocke nicht vergessen. Und ein Abo dalassen nicht vergessen, somit ihr mein nächstes Video nicht verpasst.
Wir sehen uns. Bleibt gesund. Ciao, eure Tanja.